Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever. Ja, wir sind in einer neuen Kameraposition und dazu haben wir eine neue Kamera jetzt, eine neue Facecam mit Lichtring außenrum. Ich persönlich finde, dass sie besser ist von der Qualität allgemein her. Sie hat eine höhere FPS-Zahl, auch nur 1080p sozusagen, aber ist ja eh ausreichend für eine kleine Facecam hier unten in der Ecke. Aber es ist immerhin, finde ich, von der Qualität her um einiges besser und vor allem der Greenscreen funktioniert eindeutig besser mit der als mit der da drüben, die da noch hängt. Ja, aber zurück zum Spiel. In der letzten Folge haben wir uns hier ein bisschen um den Verkehr im Refem gekümmert. Und in dieser Folge kümmern wir uns darum, dass Refem einiges an Mahlzeiten bekommt, damit auch ein wichtiger Knotenpunkt einfach hier in der Umgebung wird. Das wollen wir bewerkstelligen, indem wir Fische von hier unten nach hier oben nach München liefern und von München dann aus wieder nach unten Richtung Refem in die Lebensmittelfabrik. Wird ein Schweineaufwand. Wir brauchen insgesamt 3 Stationen dafür und dann von hier aus eine LKW-Station, die es in die Stadt liefert. Wird ein Kostenpunkt nochmal. Aber nichtsdestotrotz ist es gleich eine gute Investition. Wir machen damit gut Geld und auch dauerhaftes gutes Geld. Sollte also hoffentlich am Ende große Pluspunkte rauskommen. Aber lasst uns mal loslegen. Dann brauchen wir jetzt hier ein Gebäude, einen Güterbahnhof. Fangen wir bei der Fischerei an. Am besten ist es wahrscheinlich, wenn wir hier unten rumfahren. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. Ja, so. Ich würde es ja hier anschließen. 160 Meter eingleisig. Wir lassen das Ding jetzt fürs Erste auch komplett eingleisig. Weil es einfach, finde ich, für unsere Situation jetzt auch schlau ist. Wir haben eh schon sehr viele Kosten. Und da müssen wir uns jetzt nicht noch damit plagen, dass wir hier unsere extra Kosten antun. So. Dann kommt hier unten noch der Bahnhof hin. Dann bauen wir so ein bisschen extra außenrum. So, und dann hier runter. Und dann kommt hier einfach mal so ganz simpel und easy der Bahnhof dran. Zack. So, und dann. Map, map. Oh, ein neuer Zug. Und ein neuer Transporter. Der erste, ich denke mal, Dampftransporter, den wir haben könnten. Vielleicht ganz interessant für die neue Route dann hier. Die anderen Sachen, die halten ja noch einige Zeit. So, wir haben noch 1,3 Millionen. Schauen wir mal, wie schnell sich das jetzt ändert. Wenn wir hier neue Schienen ableiten. Hier werden wir am besten abfahren. Einmal hier außen rum, im Kringel drumherum. Oder wir fahren hier ab. Das, vielleicht doch. Hier. Wir fahren hier ab. Gleise. Und da wir wissen, wo das hin muss, ziehen wir das einfach hier. Nein, nicht Schiene über Schiene. Oh, ich höre da einen Zug bimmeln. Hallo. Njo. Unser kleiner Geldtransporter. Jetzt schießen wir den mal hier mit rein. Ich würde sagen, so schaut das ganz gut aus. Und von da ein kleiner Kringel außen rum. Zack. Gut. Und als nächstes ziehen wir den dann von hier ab. Zack. Geht in eine Schiene über. Und ganz vorsichtig geht in den Bahnhof. So, dann
haben wir nur noch von hier. Da würde ich aber hier oben lang fahren und dann auf der Seite des Bärhügels lang. Bedeutet, wir schießen jetzt hier so ganz gemütlich lang. Ist zum Glück auch eine ganz gute Strecke. Und schießen das hier an. So, wir haben Fisch, Fleisch und das war's. Bedeutet, wir schauen uns mal schnell die Waggons an, die zur Verfügung für uns stehen. Denn die machen ja einiges aus in diesem Fall. Wo sind sie denn hier? Die können Fische und Fleisch liefern. Perfekt. Bedeutet, wir brauchen eine preußische und hier so ein paar Güterwagen. Wie viel? Oh. Ich glaube, da müssen wir wieder ein bisschen investieren. 2,3. Das wird teuer. Oh, ich hab zurückgezahlt. Ich wollte allein. Oh, ich kann nicht mehr. Oh, oh. Oh, oh. Ja, wir überleben das schon. Wir überleben das schon irgendwie. So, also neue Linie. Du fährst von hier. Und lädst hier. Kennt ihr so genau. Lädst Fisch auf zu 100%. Dann gehen wir nach da oben zu der Station und hier lädst du 100% davon und entlädst den Fisch. Genau. Fisch entladen, Fleisch beladen und hier unten in Reffen Süd wird dann das Fleisch komplett entladen. Dann fährt er mit dem Zeug. So einen kleinen schönen Kringel, ne? Das sollte dann gut funktionieren. Essen, Reffen, nennen wir es jetzt einfach mal. Damit wir das wissen. Immerhin unsere zweite Schienenanbindung erst. Und ich hoffe, die bringt uns nicht zu sehr ins Minus jetzt. So bedeutet, du gehst erst im Raffer und jetzt können wir uns dann mal in gemütlicher Geschwindigkeit anschauen, was da rauskommt. 40 km/h schnell kann das Ding hier fahren. Hat aber eine 100 Meter Länge, bedeutet, ist ganz ordentlich ausgestattet. Und da kommt der kleine Bursche. Schaut so ein bisschen aus wie Thomas die Lokomotive. Wenn man so ein bisschen umfahren würde, ein bisschen dicker. Wer ist Thomas die Lokomotive? Los geht's! Ich hoffe echt, dass das jetzt Geld macht, weil ansonsten haben wir ein dezentes Problem. Und es geht auf die Schiene. Wie schnell wird denn der jetzt? Schauen wir mal. Let's go, 40 schafft er, perfekt. Wir werden jetzt bloß mal eine Zeit lang ganz schön ins Minus rutschen, denke ich. Also ja, trotzdem eine ordentliche Strecke, die er fahren muss, aber es wurden schon Fische bereitgestellt, cool. Schon 37, 40 Fische sind schon auf der Station. Wo ist denn unser kleiner Zug? Hier. Wie viel kannst du transportieren? 52. Wo? Wenn es gut Plus macht. Ja, wieso denn nicht? So, jetzt ist die Frage, wo ist denn unser Zug? Ah, okay, der ist unten. Weil wir kommen die nicht unbedingt in den Weg. Der ist voll beladen und wird uns hoffentlich ein bisschen noch über Wasser halten, bis der andere Zug positives Geld einnimmt. Weiß ja nicht, was der Unterschied zwischen positivem und negativem Geld ist, aber okay. Was ich auch auf jeden Fall machen sollte, wenn ich wieder Geld habe, ist den Schienen hier noch bis dahinter wenigstens ein paar Lampen zu geben. Da marschiert der kleine Zug. Er geht auf seine Einzelschiene hier drüber. Da müssen wir uns dann auch was einfallen lassen, weil immerhin fahren dann da nachher die LKWs.
mehrere Fahrzeuge im schlechten Zustand. Nicht jetzt. Oh, die Straßenfahrzeuge auch noch dazu. Mittelmäßig, gut, sehr gut, schlecht, mittelmäßig. Ist nicht gut. So, okay, er fährt hier wieder los. Er hat mittlerweile 200.000 Minus gemacht. Eieiei. Ei, ei. Komm schon, bring Fische schnell zur Produktion. Ich will Geld sehen. Also wenigstens nett, dass du ein bisschen normal Schiene verwenden kannst. Kann vielleicht in der Zukunft ein bisschen verwirrt werden für die ganze Schiene, aber müssen wir halt Hochgeschwindigkeitsstrecken später bauen. Was soll's? Oder der Transport gibt in der Mitte eine dritte Schiene und fährt dann damit dann rum. Ja, wir sind ein bisschen positiv. Das hält hoffentlich wenigstens 2 Sekunden oder so. Wäre schön. Hier schön an der Kupfermine vorbei. Sind wir jetzt hier. Oh, schaut mal, wie viele Fische hier warten. Kartonweise. So viel kann ich doch nicht mal mitnehmen. 280. Ich habe euch schon Bescheid gegeben, dass es eigentlich 52er Transport ist. Noch kein XXL. Wo kommt denn der laute Wind her? So, die ersten Fische werden verladen. Das hat absolut nichts verändert. Ich glaube, die haben einfach schon so viel Fische auf Lager gehabt. Das war wurscht. So, jetzt geht's ab zur Produktion. Ich bin gespannt, wie viel Plus es uns bringt. Wer von euch beiden ist schneller? Ich glaube, der hier. Der Landzug hier. Bis der hier erstmal rumkringelt. Eieiei. Aber schöne Gegend hatte zum Fahren. Da läuft was hin. Da läuft ein Wildtier rum. Ein Bär. Da läuft ein Bär. Was macht der hier? Musst du nicht in Sibirien sein? So. Schöne. Es ist eine schöne Strecke. Jetzt muss man lassen. Da fahren wir durch den Wald, durch das Mini-Bärchen nochmal durch. Statistik sagt, wir haben aktuell ein speicherndes Spiel. Top. Wir haben über 350.000 Minus mit diesem Zug bis jetzt gemacht. Das sollte sich hoffentlich ändern jetzt. Und wir kommen an, wie viel machen wir? 500.000. Das sind Zahlen, die will ich sehen. Der muss jetzt halt erst anfangen zu produzieren, das ist wieder der andere Nachteil. Bedeutet, man kann auch nie immer die volle Leistung mitnehmen. Die erste Runde wird auch noch nicht so produktiv, aber hey. Der hat im Lager 26, Konsum hat er schon 28. Aber 2 Fische werden ein Fleisch. Bedeutet, du brauchst echt 2 Züge für einen Zug, der es transportiert. Ja, toll. Aber dann lohnt sich wenigstens die Fahrt, ne? Solange am Ende im Grünen ist komplett, bin ich total zufrieden mit dem Ding. Muss nur passieren. Was aber auf jeden Fall doch passieren muss, ist, dass wir jetzt ihm Signale hier hinstellen. Damit einfach der Verkehr ein bisschen geregelter auch ist. So. Und ich weiß zwar nicht wie, aber wir werden jetzt mal hier den kompletten Stadtverkehr austauschen. Oh Gott, ich sehe schon, das wird teuer. Das ist der Siegburg-Kringel, weil ich glaube, hier sind die ganzen Fahrzeuge nicht mehr im besten Zustand. Der Siegburg-Kringel ist sehr schlechter Zustand. Ersetzen durch... Was sind 300.000? Ersetzt. Jetzt fahren hier die ersten kleinen Dieselfährchen. Schaut euch die kleinen süßen Dinger an. Die schauen immer, als ob sie in jede Richtung umkippen könnten. Vielleicht wollen sie es auch. Wer weiß. Das ist Wahnsinn. Also ich warten immer so viele Leute. Eigentlich müsste ich das schon wieder in einen weiteren Zug hinzufügen. Gerade ich habe kein Geld. Bin pleite. Hier warten sogar noch. Wir warten 100 Leute. Sind die wahnsinnig? Ah, der fährt einmal leer hier schnell hin. Wie
wie gesagt, hinten wird erst produziert. Wie viel wartet hier jetzt? 25, also die Hälfte. Schaut ganz gut aus und dann bei der nächsten Fahrt sollte es auf jeden Fall passieren. Ich werde eben bis zur nächsten Folge wieder ein bisschen vorspulen und das Ganze einfach laufen lassen, damit wir Geld reinkriegen. Bedeutet, beim nächsten Mal werden wir uns sehen, wenn hoffentlich der Schienenverkehr ein bisschen positiver ist. Also muss der stehen, ja toll. Fahr, Junge, fahr! So, komm, ab geht's. Wenn ist der schneller auch. Aber na gut, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst euch einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, was ihr von der neuen Kameraposition haltet und wie ihr die neue Kamera findet. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao!